Guten Morgen. Boah, ist das kalt. Hab vergessen, die Standheizung vorzuprogrammieren. Naja, muss ich durch, selber dran schuld. Und ich sollte langsam mal dran denken, drüber nachdenken, vielleicht beim Scooter vorne lange Unterhose anzuziehen. Es wird kalt am Tisch. Es sind 8 Grad. Also, jetzt fahren wir erstmal nach Zwickau. Ne, jetzt fahren wir erstmal hoch, tanken AdBlue, dann fahren wir nach Zwickau, laden ab, kommen rüber wieder nach Oelsitz, laden für Emden und dann ab die Post Richtung Norden. Also wisst ihr erstmal Bescheid, ne? Ihr Rabauken. Möchten wir langsam mal loslegen. Boah, kalt, dunkel, ekelhaft. Auf in die Spur. AdBlue haben wir getankt. Diesel tanken wir nachher in Hermsdorf. Wenn wir in Oelsnitz fertig sind. Jetzt fahren wir erstmal nach Zwickau. Nach Zwickau abladen. Die Gestelle vom Freitag. So, haben wir es ja nicht mehr weit. Sind wir fast pünktlich. Aber bei dem Leergutabladen ist das eh nicht so wichtig, dass wir jetzt hier auf die Minute genau da sind. Wenn wir Ware laden müssen, ist das was anderes, aber Leergutabladen, das machen die immer so zwischendurch. Da kommt es nicht auf die Minute drauf an. So. Hätten wir ja die erste Etappe unseres heutigen Tages fast geschafft. Können wir uns dann langsam der zweiten widmen. Die sich dann entladen in Oelsnitz. Aber jetzt laden wir es mal ab. Mal gucken, wie lange das jetzt hier dauert. Ich habe ja bloß eine Abladestelle hier. Normalerweise haben wir ja immer zwei verschiedene Behälterarten drauf für Zwickau. Und die werden in zwei verschiedenen Abladestellen. Also die eine Behälterart wird vorne abgeladen und dann musst du einmal um die Halle rumfahren, da wird die zweite Behälterart abgeladen. Wir stellen die dann schon immer so, dass die zuerst abgeladen werden, hinten dran stehen. Aber heute habe ich nur eine Sorte und die werden alle beide vorne abgeladen. Und das finde ich gut. Da brauche ich nämlich nicht nochmal rundherum kaspern. Das heißt, ich muss zwar rundherum fahren, weil ich, wenn ich raus will, weil das Einbahnstraße ist. Aber ich brauche hinten nicht nochmal halten und nochmal aufmachen. Das finde ich gut. So, jetzt hat es doch hier was länger gedauert. War einer vor mir, dann war Frühstück. Naja, was soll's. Jetzt düsen wir nach Oelsnitz.
Wechsel bei den Radfahrern, weiß man nie, wo sie hinfahren. Also, Feuer frei. Freie Fahrt für freie Bürger. Wenn ihr nicht spurt, dann kommt der Bürger. Ja, 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 Klaus und seine Reime. So, habe ich natürlich einen grünen Pfeil verpasst. Na, was soll's. Hier wird bestimmt auch mal grün. Jetzt zum Beispiel. So, ich hoffe ja nicht, dass ich heute noch mal runter muss in die Spedition. Aber ich werde nachher noch mal eine Dreiviertelstunde Pause machen, weil jetzt habe ich schon über 2 Stunden weg. Und ratet mal, wo ich die Pause mache, die Dreiviertelstunde. Na? Habt ihr einen Plan, wo das sein könnte? Na? Sprecht! Ja, bei Lilly und Hunden. Fix zu Hause ein Käffchen trinken. Ich kann den LKW dort ganz in der Nähe abstellen. 2 Minuten hingelaufen, passt. Das passt doch dann. So, und jetzt sind wir doch gleich oben zum Laden. Seitdem die hier die Pfähle gesetzt haben, muss man immer aufpassen. Das ist arscheng. So, jetzt mache ich erstmal noch eine Dreiviertelstunde Pause zu Hause. Und dann geht's ab nach Emden. Wir fahren jetzt sowieso über Zöllenroda wieder, weil nämlich immer noch Mühltroff gesperrt ist. So, jetzt fahren wir hier rum, schrumm, schrumm, wir fahren hier rum. Und dann stelle ich mein Auto ab und laufe die paar Meter nach Hause. Weil direkt bei uns zu Hause kann ich es nicht abstellen, da ist alles voll mit Autos. Tierarzt, Schule, Kindergarten. So, und da stelle ich jetzt mein Auto da unten hin. Werdet ihr gleich sehen, wo. Da steht übers Wochenende immer einer.
So, und hier rechts stellen wir uns her. Da komme ich nämlich dann auch schön wieder weg. So kann er stehen bleiben. Feuerwehrzufahrt ist frei. So, ein bisschen was gegessen. Können wir wieder losmachen. Gerade einen Anruf gekriegt, dass ich nochmal in die Spedition rüberkommen soll. Wenn du noch in Oelsnitz bist, kannst du doch noch mal schnell herkommen. Ja, kein Problem. Der will mich durchlassen, das finde ich nett. Danke, Kollege. Das war ein Big Max, der Auflieger, der zählt jetzt auch als Lang-LKW. Das finde ich affig wegen dem 1,50 Meter, der länger ist als andere Auflieger. Naja, mal gucken. Einer steht an der Tankstelle und der Lieferwagen will auch tanken. Also schauen wir mal. So, getankt haben wir 625 Liter. Jetzt kann es weitergehen. So, stehen wir also in Delmenhorst. Eigentlich wollte ich bis Oldenburg kommen, aber das war mir jetzt zu riskant. Ich hatte keinen Bock, die Schichtzeit zu überziehen. Das muss nicht sein. Delmenhorst ist genauso gut. Und ja, 20 Minuten hätte ich jetzt noch gehabt. Ich muss ja einkalkulieren, dass ich dort auch hin und her rangieren muss. Und das musste ich ja hier auch. Hier muss man sich halt ziemlich weit an den Rand stellen, weil die Parklücken halt nicht so breit sind. Ne? Wäre Oldenburg besser gewesen. Aber naja, ist nicht zu ändern. Also jetzt stehen wir hier in Delmenhorst, machen Feierabend, schlafen bis morgen früh um 6 Uhr und um 7 Uhr fahren wir los Richtung Emden. Und dann sehen wir, wie es läuft. Also dann in diesem Sinne. Staunen, knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Gutes Nächte und tschüss, bis morgen früh.